Fehler 17. Sehr beliebt bei der Erstinstallation. Fehler 17 bedeutet, die Spritpumpe ist elektrisch nicht auffindbar oder sie zieht so viel Strom, dass es nicht plausibel ist. Also am Ende kann man sowas natürlich nur über die elektrischen Eigenschaften dieser Pumpe feststellen, sprich der Widerstand ist zu groß oder ist zu klein. Genau das macht auch die Heizung und wirft den Fehler 17. Die Ursachen sind vielfältig. Wenn es eine Erstinstallation ist, zu 99% fehlende Kontakte. Die beiden Stecker, die beiden Pins in das Steckergehäuse, die muss man laut Anleitung wirklich richtig einrasten. In der Anleitung ist auch beschrieben, wie rum die stecken, dass die wirklich, die haben so eine Einzeladerabdichtung. Das heißt, es geht auch ein bisschen schwer. Die soll ja dicht sein, weil es unter dem Auto ist. Das muss richtig einrasten. Und wenn ich vorne in den Stecker gucke, muss ich die sehen. Ja, wenn einer ein bisschen weiter hinten ist, dann weiß ich schon, da ist was faul. Dann stecke ich das dran, starte die Heizung und kriege sofort einen Fehler 17, weil der die Pumpe gar nicht sieht. Sprich, sie ist einfach nicht angeschlossen. Wenn ein Fehler 17 irgendwo mitten im Betrieb auftaucht, dann muss man sich natürlich schon fragen, was ist passiert. Es ist natürlich immer möglich, dass mir der Marder von nebenan das Kabel durchgebissen hat oder irgendjemand hat mir die Spritpumpe geklaut oder sowas, aber eher unwahrscheinlich. Viel eher passieren solche Sachen wie Heizung das letzte Mal im Februar benutzt und im Oktober setze ich mich ran und schalte die an. Was kann passiert sein? Der Diesel ist da drin verharzt, weil die Heizung 8 Monate rumstand. Dann ist der Kolben in der Pumpe einfach festgeklemmt und bewegt sich nicht mehr. Die Folge ist, die Pumpe zieht einen sehr hohen Strom, im Prinzip wie ein Kurzschlussstrom, und die Heizung sagt, danke, ist mir zu viel, hier ist was faul, ich schalte aus, Error 17. Um die 17 zu vermeiden, heißt es, alle 4 Wochen muss die Heizung mal laufen, und das ist nicht, weil irgendwie der Lüfter sich mal drehen muss und so weiter. Das ist natürlich auch schön, wenn er sich mal bewegt, aber vor allem muss der Sprit sich bewegen. So ein Diesel verharzt nach der Zeit. Ja? Das heißt, die Spritpumpe ist dann einfach irgendwann fest. Der zweite sehr beliebte Fehler ist, ich habe schön Winterdiesel getankt, irgendwie am 7. Oktober und am 13. Dezember mache ich die Heizung an. Was heißt es? In der Spritleitung zur Heizung ist Sommerdiesel und der Winterdiesel ist im Tank. Das heißt aber, die Spritleitung von der Heizung ist komplett eingefroren oder alles ausgeflockt. Die Pumpe wabert nur noch in so einer geleeartigen Masse rum, die kann gar nicht pumpen, zieht auch einen zu hohen Strom, führt zu Fehler 17. Auch ein ganz berühmtes Beispiel für Fehler 13, Winterdiesel ist noch nicht angekommen. Guck gerne mal in die Playlist, was da sonst noch sein kann zur 13, ist aber ähnlich. Das heißt, wenn ihr Winterdiesel einführt, lasst die Heizung laufen. Sorgt dafür, dass der Winterdiesel vom Tank bis zur Heizung kommt, sonst habt ihr verloren, der Winterdiesel nützt euch gar nichts. Ein Aspekt, der vielleicht für echte Fernreisefahrzeuge relevant ist, also für Fahrzeuge, die in Gegenden sind, wo die Spritqualität mies ist, wo potenziell vielleicht Wasser im Sprit ist. Wasser im Sprit im Winter friert natürlich auch ein, und zwar noch viel schneller als normaler Diesel. Das kann auch ein Grund sein, und das kann auch ein Grund sein dafür, dass man Korrosion hat in der Spritpumpe. Das heißt, wenn es geht, irgendwie einen Filter vor die Spritpumpe machen, der Wasserabscheidung hat, und einen Filter sowieso vor der Heizung, denn Dreckpartikel, die aus dem Tank kommen, können so eine Pumpe auch verstopfen. Wenn ihr diese neuere Silent-Pumpe habt, da kann man an der Seite hinten den einen Stutzen abschrauben, da ist ein kleines Sieb drin, was man auch mal säubern kann. Wenn ihr eine Thomas-Magnete-Pumpe aus den Serien davor habt, die sind komplett zu, wenn die einmal richtig Dreck gefressen hat, dann war es das, dann kann man die wegschmeißen. Das heißt, wenn ihr die Heizung verbaut, bitte mit Spritfilter gegen Partikel und, wenn ihr es nicht sicherstellen könnt, auch irgendwie Wasserabscheidung in eurem Dieselsystem haben, sonst friert das Ding gnadenlos ein. Es gibt nur 3 Gründe für die Fehler 17. Einmal, die Spritpumpe ist schlichtweg kaputt, ist sehr selten, würde meistens auch out of the box, also sprich direkt nach der Erstinstallation passieren. Zweitens, ist nicht ordentlich angeschlossen, Pins nicht eingerastet, Kabel kaputt, durchgenagt, Pumpe geklaut, wie auch immer. Und das dritte ist eben, Pumpe ist zwar da, aber sie bewegt sich nicht ordentlich oder ist verklemmt, also irgendwas zwischen schwergängig und gar nicht mehr gängig. Merkt ihr aber, wenn ihr unterm Auto sitzt und Start gedrückt habt und die gar nicht klickt, dann ist schon mal gleich alle Alarmglocken an. Alles kontrollieren, Kabel oder Sprit.